Es ist wieder Zeit für ein Kochvideo, meine lieben Freunde. Wir sind in meiner Küche. Ich glaube, ich koche hier zum ersten Mal. Nicht in der Realität zum ersten Mal. Ich glaube, zum ersten Mal für ein YouTube-Video. Ich bin mir aber nicht genau sicher. Ich habe ein Rezept ausgedruckt aus der japanischen Küche, was unfassbar schwer zu machen ist. Ich habe ein passendes Outfit an, denn heute kochen wir Okonomiyaki und zwar nach dem Rezept von Sanji aus One Piece, weil ich habe zwei Arten von Nachrichten unfassbar viel bekommen. Erstens, Anni, du siehst so sehr aus wie Nami aus der Serie. Was ich nicht sehe, auch wenn ich das Cosplay anhabe, I don't see it, aber I guess, danke, die ist mega hot, also. Und zweitens, Annika, man macht so wieder Kochvideos und auch das kann ich bei Gott nicht verstehen, warum ihr das sehen wollt. Aber hey, hier sind wir im Cosplay in meiner Küche, weihen diese ein und kochen. Ich habe einmal in meinem Leben Okonomiyaki gegessen, das war eines der leckersten Sachen, die ich jemals gegessen habe. Es ist so eine Art herzhafter Pancake, den du machen kannst, wie du willst. Du kannst da Garnelen, Pilze, kannst auch Fleisch reinpacken, worauf du halt Bock hast. Dann wird das Ganze frittiert und dann kommt da geilste Soße meines Lebens drauf und dann wird das Ganze gegessen. Sanji würde dieses Okonomiyaki wahrscheinlich in der Größe meines Wohnzimmers machen. Wir versuchen das in irgendwie in einer Größe von 1 bis 2 Personenmengen zu machen, die nicht Ruffy sind, sondern Menschen mit normalem Magen. Und habt ihr das gehört? Hallo, Entschuldigung, dürfte ich vielleicht eintreten? Mein Name ist Lily Aquaria aus dem Anime Black Clover. Du kennst Black Clover? Super, dann habe ich tolle Nachrichten für dich. Man kann jetzt endlich das neue Spiel Black Clover M Rise of the Wizard King herunterladen für iOS und Android. In diesem Spiel spielt man Astas komplette Geschichte nochmal nach, wie er als Junge ohne Magie geboren wurde und sich irgendwann hochgekämpft hat bis zum Wizard King. Und das mit den Original-Synchronsprecherstimmen aus dem Anime. Ich weiß, mega cool. In diesem Spiel geht es darum, dir ein mächtiges Team zusammenzustellen, in dem du verschiedene Magieritter rekrutierst und freischaltest und sie je nachdem, was sie für Stärken und Schwächen hast, zusammenstellst. Klingt ziemlich gut, oder? Aber keine Sorge, du musst nicht alleine spielen. Du kannst zum Beispiel auch mit deinen Freunden eine Gilde gründen und mit ihnen zusammen mächtige Bosse herausfordern. Oder im PvP herausfinden, wer der Stärkste ist. Also worauf wartest du noch? Lad dir Black Clover M und hallo Black Clover! Okay, wir fangen einfach an. Zubereitung. Erstens, alles zusammenmischen. Ich brauche eine Schüssel. Dashi-Pulver in Wasserauflösung zusammen mit dem Mehl, Ei, Salz und Zucker zu einem luftigen Teig aufschlagen und anschließend in den Kühlschrank einstellen. Nicht schlagen, nicht in den Kühlschrank schlagen, in den Kühlschrank stellen. Auf Madeira schmeckt das Leitungswasser wie Schwimmbad, deswegen kochen wir immer mit Flaschenwasser, damit es auch nach irgendwas Geilem schmeckt. 60 Milliliter und dann 0,5 Teelöffel Dashi-Pulver. Jan! Komm her! Wo bist du? Hi! Ja, komm rein! Herzlich willkommen zu Hause! Ja! Das ist jetzt diese mittelmäßige Lärmbelästigung während dem Video. Naja, ein halber Teelöffel. Ein halber Teelöffel. Ein halber Teelöffel. Ein halber Teelöffel Dashi-Pulver. Boah, Junge. Das riecht nach 4 Tage nicht gewaschen. Ich meine, das riecht nach Hafen. So, guck mal, lecker. Ein Ei. Guck mal, wie schön. Dieses eine Ei in dieser Schale. Ich kann Eier mit einer Hand, ohne hinzusehen, aufschlagen. Oh mein Gott, es ist perfekt. Es hat perfekt funktioniert. Ohne Schale. Es ist nicht mal aufgeplatzt. Diese Macht in meinen Händen. Prise Salz, Prise Zucker. Prise Salz. Prise Zucker und Mehl, 50 Gramm. Luftiger Teig aufschlagen mit einem kleinen Löffelchen. Das ist ein klumpiger Teig. Ich glaube für eine Person. Das können wir uns gerne teilen, Paul. Ja, das Ding ist halt, meistens werden die... In der Zwischenzeit den Ingwer schälen und in hauchfeine Streifen schneiden. Wie viel muss ich davon machen? Ein Stück Ingwer Daumen groß. Ah, Scheiben schneiden. Ah! Ich möchte gerne. Oh mein Gott, Paul, was würde ich ohne dich tun? Jan,
Hör auf, mich zu kritisieren. Danke. Ey, ich habe Angst, mich zu schneiden. Ja, hallo? Solange du deine Füße unter meinen Tisch tust. Hast du nicht gesagt. Jetzt kracht's aber. Was möchtest du? Willst du trinken? Ja. Ja, hier. Jan! Rice Vinegar, das wird es sein. 2 Esslöffel. Und dann tun wir diese Kollegen da rein. Dann das Nori-Blatt in einer Küchenschere klein schneiden und mit einem Mixer zu feinem Pulver zerkleinern. Oh, Junge, ich finde das riecht so geil. Das riecht wie Dokumi. Draußen 35 Grad in der Hitze auf den Einlass warten. Und irgendwie, dir geht's schlecht, du hast einen Sonnenstich, es ist alles scheiße. Und dann kommt deine beste Freundin vom Klo zurück und ist so, hey, ich bin an einem Laden vorbeigekommen, die Onigiri verkaufen. Und dann hast du so Onigiri, ein Bubble Tea mitgebracht und stehst in dieser Hitze und es ist alles scheiße. Dein Cosplay ist mega ätzend, du hast viel zu viel Geld für diese scheiß Tickets bezahlt, aber oh mein Gott, Bubble Tea und Onigiri, geil. So, also, das schneiden wir jetzt klein und dann muss das darin irgendwie zerkleinert werden, bis es pulverig ist. Pulverisiert, zerpulvert, oder? Das macht gar nichts! Siehst du das? Das ist uneffektiv. Das ist gerade so, als wenn du Laub irgendwo bläst. Scheiße. Tun wir das in den Mixer? Oh mein Gott. Was ist das für eine Scheiße? Ah, es ist aber kleiner geworden. Ja, das ist pulverig genug. Okay, was als nächstes? Nächster, den Weißkohl in feine Streifen schneiden. Alles ist schrecklich. Ich hasse Kochen so sehr. Warum mache ich Kochvideos? Weißt du, das Ding mit Kochen ist, das zu planen dauert mega lange, das einzukaufen dauert mega lange, den Scheiß nach Hause zu schleppen, hochzutragen, in den Kühlschrank zu tun, das wieder rauszupacken, zu schneiden, zu kochen, zuzubereiten, zu mixen, zu machen, zu tun, damit du es dann 3,5 Minuten in dich reinschlingen kannst, um dann wieder 4 Stunden alles sauber zu machen, zu spülen, wieder wegzuräumen. Junge, ich hasse es. Mich zu ernähren ist so kompliziert. So, als nächstes eine Frühlingszwiebel schneiden. Wir haben keine Frühlingszwiebel. Wir haben nur eine Lauchzwiebel. Auf Madeira gibt es keine Frühlingszwiebel. Ich liebe Madeira, ich liebe es hier zu wohnen. Aber Zutaten besorgen ist auch mega ätzend. Ich hätte heute zum Beispiel, es wird später in so Bacon eingewickelt, und ich hätte extrem gerne veganen Bacon gekauft, weil den gibt es manchmal hier zu kaufen, aber den gab es einfach nicht zu kaufen. Es ist sehr ätzend. Also machen wir das heute mit normalem Bacon. Meine Küche sieht wieder aus. Crazy. Ja. So. Hä, das sieht gar nicht so scheiße aus. Hä, habe ich gut gekocht? Es bleibt spannend. Okay, ich flippe den jetzt einfach mit einer Hand, ja? Hast du an mich geglaubt oder hast du an mich geglaubt? Nicht eine Sekunde, oder? So, jetzt kommt noch die Okonomiyaki-Soße drauf. Mit dem Nori-Pulver und dem marinierten Ingwer bestreuen. Mhm. Gute Madeira-Mayonnaise. Zum Schluss noch Katsuobushi-Flocken großzügig drüber verteilen und servieren. Aber das sieht ganz geil aus, Alter. Sieht schon. Let's do Beauty Shots. Okay, dann. Ey, ich bin überrascht, dass es so schön aussieht. Zeit für einen Taste-Test. Das riecht eigentlich ganz gut. Oh mein Gott. Lecker! Willst du probieren? Okay, Paul. Sag ah! Und?
Sehr gut. Boah. Ist nicht schlecht, oder? Also ganz viel Geschmack drin. Super. Wirklich ganz viel Geschmack also, drin. Nee, es schmeckt halt so, wie man es erwartet hätte. Ja, genau. Ich glaube, es schmeckt richtig. Es schmeckt so, wie das Okonomiyaki, was ich schon mal gegessen habe auf einer Messe. Was sagen Sie? Es ist sehr lecker. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich was von dir esse, was ohne Nudeln ist. Hast du gut gemacht. Hä? Ich koche auch mehr Sachen als... Echt, Julie? Nee. Ich koche eigentlich fast nur Nudeln. Aber ist okay. Okay, hä? Ich bin voll surprised, dass das Video jetzt irgendwie, also, gelungen ist. Geil. So, wir essen das noch auf. Ich würde mich freuen, falls ihr Bock habt zu abonnieren, denn es kommen regelmäßig Videos. Eigentlich so mindestens einmal die Woche. Wenn ihr Lust habt, dann lasst gern einen Sub da. Müsst ihr aber nicht. Aber ich würde mich freuen. So ganz unverfänglich. Ja, tschüss.